So. Also, Moment, müssen wir erstmal. Ich darf hier noch nicht mal. Er lädt, glaube ich, noch. Ah, ne, ich darf schon. Ah, ja. Das ist Japan. Ja, cool. Boah. Also, hier brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Ja. Also, Schiffe. Schiff. Nee, oder du gehst nach den Erzeugnissen, was zu brauchen. Erstmal schalten wir hier ein, dass die Datumsgeschwindigkeit gefüttelt ist. Ja, für 3. So, damit sich das langsam... Suchst du dir jetzt, Aber wir fangen nicht nochmal mit Weizen an, das hatten wir schon mal. Öl wäre interessant. Wir können ja mal gucken. Guck mal, die hier brauchen... Kagoshima braucht... Was ist das hier? Oh. Treibstoff. Was ist Öl? Hier ist Öl zu Treibstoff. Das ist natürlich direkt auf der anderen Seite. Ja. Ist ja schon blöd. Also wir müssen uns eine Stadt suchen, die relativ also von der Entfernung her... Na, ein Produkt braucht halt nicht 3 Zutaten. Wir können auch nach Busan gehen. Aber die muss man komplett beliefern. Ja. Iki? Da hast du wieder Brot und Steine. Ja. Ah, das ist ja cool. Oh, das ist schon eine Brücke. Das ist gut. Jetzt mal gucken, hier haben wir Kohle. Oh Gott. Lass mal ein bisschen gucken hier. Na, Steine würden sich noch anbieten. Na, aber Steine hatten wir ja auch schon mal. Ich hätte jetzt gerne eigentlich sowas mit Öl, Treibstoff, sowas. Na, Steine wirst du auch machen müssen. Also mit wann, ja. Hier haben wir Öl zu Treibstoff. Das da links. Das hier? Ins höher. Erz. Nee, Eisen. Ins höher. Ja, bitte? Ja. Ja, das ist hier Stahlproduktion wieder. Okay. Da brauchst du wieder 3. Aus was machen wir denn? Hä? Hey. Ach doch, Rohöl. Ach cool, wir könnten theoretisch von hier... Ach ne, guck mal, hier. Hier haben wir direkt Öl. Und hier kannst du direkt zu Öl. Rohöl zu Öl. Das können wir hier machen. Brauchst du die Stadtöl darüber? Nö. Aber hier machen wir, guck mal, hier machen wir das Rohöl zu Treibstoff. Das kannst du eine Wasserlinie machen. Das sieht gut aus. Und dann kannst du es zwar hier unten irgendwo. Irgendeiner wollte es. Irgendeiner wollte doch Öl. Mach die Wege zum Anfang nicht so lang. Ja, wir müssen ja, ich muss erstmal gucken. Das Herstellen liegt schon immer so abseits. Also. Das können wir aber theoretisch an sich schon mal machen, ohne einen Abnehmer zu haben. Diese 3 hier. Das funktioniert. Aber du verdienst ja trotzdem Geld. Genau. Weil trotzdem will ja die Ölfabrik Rohöl haben. Ja, dann stellen wir erstmal 3. Aber ich gucke nur mal kurz, wo dann trotzdem jemand wäre, der es uns abnimmt. Oder ob man dann ins Landesinnere fährt von hier aus. Deswegen. Also hier haben wir nichts. Die wollen auch nicht. Hier jemand? Hier war doch, ich habe doch hier irgendwo war doch einer. Hier, da, das eine Linie. Hier, bis hier. Ja, du musst das Öl, das Rohöl. Da, Öl, ja, Treibstoff und da musst verkaufen. Du. Kannst du sogar wirklich einen Wasserweg machen? Wir nehmen mal das als unsere Hauptstadt. Fangen wir mit der an. Mit Oita und dann wollen sie Brot. Naja. Das kriegen wir hin. Das können wir. Okay, dann fangen wir jetzt mal hier. Wir machen das wirklich mal komplett über einen Wasserweg. Jetzt gucken wir erstmal. Wir haben ein Darlehen von 2 Millionen. So, wir schauen mal. Haben wir überhaupt Schiffe? Gibt es sowas? Ein Güterhafen. Der wäre aber nicht direkt... Wo baut man den eigentlich? Ach, andersrum, oder? So rum? Nee. Warte mal, wie baut man einen Hafen? So, das ist der Anker. Das ist der Anker. 200.000. Ich sag mal, wir würden es auf jeden Fall schaffen, dass wir die beiden sogar hier ziemlich gut verbinden können, ne? Ja. So. Den würde ich hier... Das weiß ja, ne? Also das machen wir jetzt erstmal. Ja. Dann müssen wir dann nur mal gucken, wie man eigentlich die beliefert, die Häfen. Dann mit Straße, würde ich sagen. Mal gucken. Da hast du eine Straßenanbindung, genau. Aber jetzt kriegt er das nicht komplett, ne? Das heißt, er braucht schon ein Auto. Ja, ja. Ja, ja, der braucht ein Auto, den kriegst du. Dann kriegt er halt auf jeden Fall erstmal eine Straße. Mal gucken. Ja. So. Ne?
Na, ist schon mal teuer. Aber wir gucken mal. Verbunden. Jetzt brauchst du ein kleines Auto. Oh. Ein kleines Auto. Na, jetzt brauchen wir erstmal wieder unseren schönen. Ach ja, Fuhrpark. LKW? Ah, es kostet alles viel Geld durch die Berge, ne? Ja. Ja, muss, ne? Muss. Warte mal, so wenig Geld wie möglich. Hier kommt es jetzt auf jeden Cent an. Ja. So. Brauchst du Öltransport aus? Das ist jetzt Rohöl Hafen. Ja. Ach, braucht er auch eine Station? Oh ne, er braucht auch eine. Boah, das ist ja schon teuer hier. Ah, da war er gerade. Ist das so billiger? Ach, so kann ich ihn aber nicht ranmachen. Ah, hier, warte. Da. Da ist er billiger. Hä? So. Ja, jeder Pfennig. Jetzt zählt jeder Pfennig. Okay, also, neue Linie. Rohölhafen, reicht ja so, ne? Rohölhafen. So, jetzt brauchst du einen LKW. Jetzt erstmal von hier nach da. Er bekommt einen einzigen LKW. Ja. Mal gucken, was wir haben. Ein Pferd. Kann man das bitte irgendwo machen, wo kein Berg ist gerade? Nicht so weit weg. Das mach. Na, ich guck mal gerade. Weil der Weg kostet einen Haufen Geld. Warte mal, hier da hinten kostet er 19.000. Wenn ich ihn hier halt setze. 66. Ich krieg ihn gar nicht verbunden. Hier. Das ist schon. Da? Da. Wir haben jetzt schon über die Hälfte verbraucht. Wird ja, knapp. Wir aber es na gut, müssen wir einmal aufnehmen. Erstmal bis hier. Nee, hier ist es nicht so. Zum Anfang. Hier kriegen wir es hin. Kann schon passieren. Okay, jetzt bauen wir erstmal ein. Was haben wir denn schon? Na, eine Pferdekutsche. Öltransportkutsche. Ein asiatisches Pferdefuhrwerk. Ja. So. Und der fährt das da. So. Aber. Wir sagen automatisch, er fährt erst, wenn er voll ist. Hier werden keine leeren Touren gefahren. Ja, und mach das Pferd rot. Ja. Ich mach das Pferd rot. So. Jetzt kommt es hinbringen? Hier hin. Muss gar nicht mit so. Was bringst du es hin? Ach, jetzt muss ich noch ein Boot bauen. Ja. Ich muss noch ein Boot bauen. Gibt's in der Jahreszeit noch kein Boot? Doch. Eine Werft. Ach du Scheiße. Wo packt man die Werft hin? Wie packt man die Werft hin? So? Ah. Ja. Aber da kriege ich die Straße jetzt nicht hin. Ah, hier. Oh, hier kostet es aber das Doppelte. Das weiß. Braucht der braucht doch keine Straße, oder? Nee. Da soll ja ein Schiff rauskommen. So. Jetzt kaufen wir noch nicht. Gibt keine Schiffe. Erstmal hier. So, wir brauchen einen Hafen. Können wir den direkt hier ran machen? Das wäre. Das hat vorhin nicht geklappt. Also, das ist der Anker. Da, so? Oder ist das hier eine Straße? Könnte ich ihn hier ranmachen? Ne, wir machen es mal so. Ja. Obwohl das ist Umweg, ne? So wäre eigentlich ist hier ja, besser. Ja. So. Dann können wir nämlich. Na, guck mal, so. Mit der Straße verbinden. Straße. Zack. Zack. Verbunden. Bist du an ihn angeschlossen? Ja! Das ist schon mal super. Hier brauchen wir nichts extra machen. Jetzt brauchst du ein Schiff. Ja, stimmt. Mehr brauchen wir ja nicht. Er hat ja. Stimmt. Ja. Er war das Problem. Ja. Jetzt kommt eine neue Strecke. Rohöl. Nee, erstmal Schiff, ne? S. S1. Roh. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. S1. Rohöl zu. Öl. Öl. Ja. Raffinerie. Genau. Ist gelb. So. Und das ja. ist von hier nach hier. Und du fährst erst, wenn du voll bist. Du brauchst ein Schiff. Jetzt kaufen wir ein Schiff. Cargo. Einen Rigi, einen Wilhelm oder einen zu Rooster. Oh, die können viel transportieren, wa? Ja. Guck dir
dir die Unterhaltungskosten an, ne? Ja, hier. Ist das wie nennt sich das? Na, Unterhaltungskosten. Reparaturkosten, Kosten drum. Ja, hier ist billiger. Hat wenig. Alles transportieren. Genau. Das ist gut. Wilhelm. Wir kaufen einen Wilhelm. Für 400.000. Und dann haben wir sogar unsere erste. Wie sind wir denn da mit dem neuen NASA? So startest du, keine Ahnung. Ist das Schiff Geld gemacht? Weil das ist ein Darlehen. Bin ja gerade dabei. Das ist ja nicht alles ein Darlehen. Also, gelb. Wollen wir mal gucken? Ja. Ach, so. Das ist stoppig? Ja, ja, klar. Sonst hätten wir ja jetzt schon kein Geld mehr. Da kommt das erste Auto. Na, unsere Kutsche. Ach ja. Ach, da sind die Fördertürme. Ach, das ist so, mal sehen. Nee, er soll ja warten, bis er was hat, ne? Genau, jetzt arbeitet, jetzt dauert es ja erstmal einen Moment. Unser erstes Schiff ist angekommen. Ja, genau das wollte ich. So. So, jetzt muss ich erstmal richtig nass einfach noch rauchen. Produzier mal. Produzier doch. Was? Wo hast du die? Oder dauert Öl so lange? Aha. Nee, er ist leer. Kurz mal Stopp. Er ist angeschlossen. Er bringt das dahin. Und das Pferd kann das ja auch transportieren. Eine andere Transportmöglichkeit hast du. Oder es dauert lange. Wir gucken mal. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis er da. Langsamer gestellt. Er produziert, ne? Ja. Genau, du hast ja auch langsamer gestellt. Bohrtürme arbeiten, ne? Nee, aber das will ich ja gar nicht langsamer. Ich will eigentlich. Ach nee, doch, ist richtig so. Doch, doch. Hey, ihr sollt. Ach so, du wartest bitte. Uneingeschränkt. Genau wie du auch. So. Ja, die Zeit, er müsste eigentlich was produzieren. Sind doch nicht dran, die annehmen? Alle Güter. Doch, doch. Hier, wenn ich hier drauf drücke, siehst du? Er ist auch hier dran. Wo ist denn jetzt schon wieder dein Problem hier? Haben wir irgendeinen witzigen Fehler? Ja, ne? Nö, der macht doch auch was. Zur Ölraffinerie. Genau, die hier. Wieso? Doch die falsche Kutsche? Wir haben ja nur Passagier oder alle Güter, steht ja da. So. Muss er wieder irgendwas Besonderes machen? Öllagerplatz? Oh, das können wir mal gucken. Ach. Ich muss einen Kredit kurz aufnehmen. Was ist falsch? Er braucht nicht das hier, er braucht eine Ausladestation. Hier nimmt er ja Waren mit. Ach, das ist was anderes? Genau, er braucht nur, wir drücken mal Pause. Er braucht einfach nur, dass er die Laden am. Ach
Einfach nur abliefert, mehr ist es nicht. Okay. Und jetzt müssen wir die Strecke nochmal neu machen. Hafen. Musst du das oben auch machen? Nee. Die ist jetzt rot. Ach nee, die ist rot, weil sie rot ist. So. Jetzt sollte er eigentlich etwas tun. Weil die Strecke ist gelegt, ne? Brauchst du an einem anderen Hafen auch eine Ausladestation? Aber ich mach die lieber nochmal neu. Und einfach hier. Ach, hier. Brauchst du drüben auch eine Ausladestation? Fährt der? Mhm, erstmal. So, und jetzt müssen Na, er ist ja automatisch angeschlossen. Ja, stimmt, ja. Er war ja automatisch. Oder brauchen die Schiffe auch so eine Entladestation? Nee, ne? Braucht es ja beim Flughafen auch nicht. Er macht nichts. Wieso? Muss er auch so eine kleine Hütte, so eine Station, Ausladestation setzen? Oder hier vielleicht selber? Stopp. Was haben wir hier? Das ist die Anlegestelle. Cargo haben wir. Ja. Könnte man halt größer machen. Small Dock ist dran. Pedestrian Entrance brauchen wir nicht. Ja, ist im Grunde. Muss er da auch so eine Station setzen? Aber mir geht es ja darum, er bringt ja nicht mal Öl von A nach B. Na gut, er produziert kein Öl scheinbar, weil irgendwas an der Verbindung nicht stimmt. Also will er scheinbar nicht das Öl. Weil sonst würde er ja produzieren. Das Problem ist, wir hätten es auch einfach mit einer Straße machen können hier rum, ne? Das wäre. Schlauer? Lass die mal über die Straße fahren. Als Test? Einfach mal testen? Ja. Dann legen wir einfach noch mal kurz eine neue Linie. Mach einfach A. Punkt Pro Öl. Öl. Das ist jetzt erstmal nur ein Test. Mit dem gleichen Pferd. Aber wahrscheinlich wirst du das Spiel immer so anfangen, denken wir mal, wie du es angefangen hast. Mit Brot? Mhm. Ja, wo soll das hinbringen? Er muss nur kurz eine Ausladestation machen. So, wollen wir mal gucken. Oder ist hier irgendwas falsch? Ich mach mal kurz. Wir können ja dann nochmal anfangen. Machen wir doch auch so eine Ausladestation. Hier? Ja. Ne, er muss ja einladen. Das macht er schon hier. Das ist ja das Terminal. Eigentlich muss hier das. Die Ware landen. Und die sind doch verbunden. Also ist jetzt zwar nicht das Schnellste, aber darum geht's ja nicht. Habe ich gerade voll den Denkfehler? Öl braucht ja wohl nicht 4 Millionen Jahre, oder doch? Versand 0. Zufuhr on, automatisch upgrade. Industrie, Produktionslevel 1. Angeschlossen ist er. Ach, ihn muss ich noch die Strecke fahren lassen, ne? Ja. Dann gucken wir das jetzt nämlich nochmal. Er. Da, guck mal. Unser Schiff nimmt es nicht mit. Also ist das falsche. Also ist es doch ein Transportschiff oder was? Obwohl eigentlich. Eigentlich nicht.
Wilhelm. Guck mal, er kann kein Öl. Guck mal hier. Mach die Höhe im Kopf. Hast du die verbogen? Ja. Die Rigi verbogen. Ah, kann ich einfach. Ich ersetze ihn, falls ja. Ich. Wir haben noch ein bisschen Geld. Wo ist er? Hier. Zu Rigi. Haben wir sogar Plus gemacht. Wo ist er? Der kommt noch. Mal gucken. Dann solltest du jetzt nochmal zwei Kutschen holen, solange du Geld hast? Nee, ich habe sie verkauft. Okay. Dann kaufen wir nochmal eine neue Regie. Also eine Regie an sich. Ach man, man müsste auch gucken. Was? Oh, stimmt, das recht. Und jetzt solltest du von der meisten Geld noch zwei Kutschen holen. Ja, genau. Und jetzt kannst du die Kutsche auch ganz normal in die Horde vorfahren lassen. Ja. Rohölhafen. Und jetzt kommt auch die hier zu Rohölhafen. Und die kommt weg. So. Gut, jetzt müssen wir gucken, was passiert. Go. Und jetzt machen wir aber wieder. Genau. Hier. Ist ja nicht weit. So, Zeit haben wir so langsam wie geht. Jetzt zeig mal Regi. Ah, guck mal da. Regi schafft 4, 70. Das ist schon okay. Zwei kann ich noch holen, bevor ja, ich. Na, die werden schon. Mist, einer nur noch. Aber es muss reichen. Ja. Wenn er dann voll ist, geht's ja. Und dann haben sie schon in der Zeit ein bisschen was. Muss ja jeder mindestens oft fahren. Ja. Komm. Das ist schon wichtig, dass die Schifffahrt fährt, wenn es voll ist. Das dauert jetzt vielleicht, aber dann müsst ihr ja schon mal Geld. Aber die Idee ist aber nicht schlecht, wenn du sie wegschicken willst. Ja, das stimmt. Ja, pass auf, dann machen wir es wie halt folgt. Voll. Halt voll. Nee, er wartet einfach nur 5 Minuten statt uneingeschränkt. Genau. Dass er halt nicht sofort losfährt, wenn er da ist, sondern wartet. Gut, mit Glück verdienen wir viel Geld. Wir werden es sehen. Und dann als nächstes kommt erstmal, dass er da den. Weil das hier wird Geld bringen. Wenn wir das Öl zu Treibstoff verkaufen. Ja. Ja, dann muss er. Achso. Das dauert jetzt. Wenn wir jetzt eine Weile brauchen. Also, wir müssen oder nicht? 5 Minuten eigentlich. Ach, er hier. Hoch. 5 Minuten. Wobei jetzt ist er fast vor. Naja, fast aber. Keine Ahnung, wie viel 5 Minuten übrigens im Spiel sind. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, keine. Ist Regi eingefärbt? Nee, ne? Regi ist eingefärbt. Da steht sogar Regi drauf. Aber jetzt ist er eh gleich voll. Der letzte kommt jetzt. Naja. Naja. Das ist das auch schön. Ja. Mal sehen jetzt. Du musst uns ein bisschen Kohle bringen, Regi. Auf dir lasse die Zukunft ja Japans. Und meine. Ja, das muss schon Kohle bringen jetzt. Oh ja. 100.000.
Ich glaube, das geht. So, jetzt guck mal zu. Müssen wir nochmal fahren lassen. Genau, und dann verbinden wir erst. Dann musst du da einen Hafen bauen da drüben. Mhm. Und dann musst du noch eine Winkel machen. So, und er macht jetzt Öl, ne? Und dann wird es Sprit. Weil ich würde das Boot nicht von da nach da, ich würde noch eine Winkel holen. Die dann den Sprit, den genau. Also teilen. Wirklich. Und keine Touren verbinden, genau. Guck mal, jetzt warten da schon ein paar Fässer, sieht gut aus. 30 erst, aber ist okay. Er wartet ja nicht endlos lange. Guck mal, wir haben 4000 plus gehabt hier. Gut, jetzt wird er halt nicht voll, ne? Er wartet jetzt 5 Minuten und dann. Na, immerhin, ne? Oder wir holen dann erstmal noch ein paar Pferde. Weil momentan, wie sieht's aus? Quillt über, hier 180. Zwei. Oder ein Pferd. Ja. Viele. Jetzt ist die Frage, warte, wir müssen gucken, wie viel er hat. Mhm. Das ist jetzt eine, das ist jetzt eine Tour praktisch, die er machen würde. Oder er kann wirklich warten, bis er voll ist. Im Grunde macht es keinen Unterschied, oder? Wir brauchen dann Pferde. Jetzt hat sich aber nicht rentiert. Aber so lange warten. Na, er hat noch 53.000 plus. Ja, ja, aber wir kriegen ja dann wieder 100.000 gleich. Gleich ist er wieder voll. Ja, ja, er muss auf jeden Fall schneller beladen werden. Deswegen, sobald er das jetzt verkauft hat, muss ich Pferde kaufen. Muss ich Pferde kaufen. Und zwar so viele, wie ich kaufen kann. Weil die Wartezeit ist zu lang. So meinst du das, ja, stimmt. Die Wartezeit ist zu lang. Genau. Wir brauchen mindestens 10 Pferde. Damit die dann zwischendurch zweimal die Tour fahren. Das sind 80 Fässer. 70 mal 4. Wir kaufen einfach jetzt so viel, wie wir kriegen können. Eher haben wir dann ein Pferd zu viel, als noch zu wenig. So, das war hier erstmal, weil so ein bisschen flüssig Geld dran bekommen. Ja, flüssig, weil Öl. Also sonst die Wartezeit zu lang ist. Ja, weil dadurch machen wir Minus. So, ja. So die Tour an sich macht Plus. Aber die Wartezeit nicht. Naja, aber ihn leer fahren zu lassen oder halb voll macht auch keinen Sinn. Ne? Na, weil es ist ja das Gleiche im Grunde. Schnell zwei Pferde. Ein Pferd. Ja, na, aber erstmal ein Pferd. Das kriegen wir schon hin. Wir schneller reiten. Wir versuchen damit Step by Step jetzt die Lieferzeit zu kommen. Aber ich glaube, du darfst nicht so lange stehen lassen. Das geht nicht. Ist das nicht egal im Grunde? Nee. Wartezeit ist die längste Zeit. Das kostet richtig Geld. Na gut, dann pass auf. Dann machen wir 3 Minuten. Aber irgendwie macht er die 5 Minuten ja auch gar nicht, ne? Wie mache ich das denn hier? Lade, wenn vorhanden, vollladen einer. Dann so, 5 Minuten wartet er maximal. Jetzt fährt er sofort los. Gut, dann ist es halt so. Aber wenn wir dann ein paar Pferde haben, würde ich ihn vollladen lassen. Ja. Damit kriegst du jetzt auch den Pumperhemd. Die Pferde machen ja auch Plus, ne? Ja, dann kriegst du jetzt. Guck mal. Die Pferde machen fast so viel Plus wie. Weil jetzt kriegst du den Pufferhemd. Und die machen da jetzt schon Öl, ja? Nö, sie kaufen es mir erstmal nur ab. Ja, weil ja noch keiner Öl will. Ne? Genau. Ach ja, stimmt, wir müssen mit dem. Pferd kaufen, ne? Mit dem Schritt jetzt erstmal Geld verdienen. Er hat mir gerade neuer Monat oder whatever. Aber, oh, guck mal. Naja, das ist der Best-Cap, ne? Das stimmt, jetzt müssen wir erst wieder Geld verdienen, eine Weile, ne? Für die nächsten Schritte. Musst du in Kauf nehmen, dass du Masse machst? Na, ich sag mal, wir haben hier einen guten. Hier kriegt man Geld, weil allein die Pferde machen ziemlich viel Geld mit 2,6 pro Lieferung. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Und jetzt müssen wir, dass er schneller liefern kann. Weil die Pferde halt noch nicht viel tragen können. Jetzt sind hier schon 40 Öl. Jetzt können, und so können wir das aber regulieren, Step by Step. Ja, ja.
44. Das ist ja schon bei über der Hälfte. Wir müssen den voll kriegen. Dann können wir Geld verdienen. Muss ihm halt aufpassen, dass du nicht zu viel kaufst an Pferde. Weil dann hast du mehr Stehen, wie du transportieren kannst. Ja. Genau, dass es erstmal so reguliert wird, dass er direkt immer fahren kann. Genau, ich und am besten jetzt noch eins dazu kaufen. Dann sind wir bei. Achso, warte mal, muss ich gleich hier bereithalten. Du müsstest ja ein bisschen mehr kriegen. Knapp. Ah. Hab's geschafft. Ah, hast du ja. Ja. So. Dürfte ja einen Moment dauern. Aber trotzdem ist Brot nicht schlecht, weil er 70 transportieren kann, ne? Wenn du überlegst, wie viele Pferde das hier waren, wie lange das dann eigentlich dauern würde. Er ist schon hier effizient. Wir können ja mal gucken, wie schnell fährt er denn eigentlich? 25 Knoten. er fährt, das Pferd fährt 18. Und müsste aber halt doppelte Strecke. Na, hier rum. Er muss durch die Stadt hier durch, weil hier haben wir die Verbindung nicht. Könnte man das mal machen. Aber ja, er kann nur 4 tragen. 48. Aber das neue Pferd war ja noch nicht komplett da. Jetzt müssen wir erstmal zweimal warten, glaube ich. Das fährt er minus 1, oder? Nö, er fährt plus. Nur ich habe das Pferd ja in dem Moment gekauft, wo es im Grunde nicht mehr gereicht hätte. Ja, kurz bevor wir abziehen, also war ich ja da im Minus. Wir können ja gucken, die Pferde machen 40.000. Momentan mehr wie Iggy. 42. Manchmal steigt da komischerweise. Und jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir warten. Na, zwei Lieferungen auf jeden Fall mindestens. Weil dann musst du den Hafen drüben bauen. Jetzt brauchen wir erstmal Geld, ne? Ja. So. Wie viel kostet er eigentlich im Unterhalt? 91.000 im Jahr. Ein Pferd kostet 3.000. Okay. Eigentlich könntest du die Pferde hüpfen lassen. Nee, aber wir wollen Boot fahren. Ja. Du kannst ja Boot fahren. Das Boot. Jetzt nur Zeit. Wenn du die Pferde mit Öl dahin schickst, bevor du dir ein zweites Boot kaufst. 51, 52. Das Boot nimmst, um das Öl zur Raffinerie zu bringen. Wobei, wir sehen ja, er macht, er holt er seine. Achso, wir können ja hier gucken, ob er seine Unkosten rausholt. In diesem Jahr hatten wir. Gut, wir bezahlen 2000 Zinsen. Wir zahlen ja noch die Zinsen vom Darlehen ab. Hat er noch kein Plus? Ach doch, hier. Hier können wir dann in der Jahresbilanz gucken. Wie viel hat er denn jetzt drin? 52. Ja, also noch nicht ganz. Müsstest du sogar noch mal einen Kredit aufnehmen. Ja, aber dann zahle ich die Zinsen. Du müsstest im Prinzip das. Also Zinsen habe ich letztes Jahr 25.000 bezahlt schon. Du müsstest eigentlich einen Kredit aufnehmen und ein Boot mit dem Öl zur Raffinerie fahren lassen. Obwohl, guck mal, es geht schon. Gut. Und den doppelten Umsatz eigentlich hast. Was, Pferde zur Raffinerie fahren lassen? Oder du meinst hier direkt hinfahren lassen? Das schon. Boot, genau, das Boot nehmen, damit du das Öl zur Raffinerie bringst und die Pferde für den Transport zum. Aber da weißt du halt noch nicht. Na doch, er will das, war das. Aber dann ist halt die Frage, ob das hier das trägt. Weil er hat ja genug Öl jetzt gerade aktuell. Hat ja na, Vorlauf. 50. Was? Ne, 100 hat er gerade. Er hat ja einen Vorlauf. Achso, du meinst, da war hier ein Landweg. Oh, er kommt ohne Minus an. Da war hier ein Landweg für das Öl, ja. Soll das Boot, ja. Das Öl. Genau, bevor wir. Fahren. Ich sag mal, genau. Später kannst du ja wieder umstellen auf Boote. Hat er recht. Dass du aber erstmal diese Kosten sparst. Weil da kommst du nur rüber mit Booten. Richtig. Und die Pferde hast du. Also zusätzlich jetzt Pferde so noch fahren lassen, könnte man doch. Lass ihn doch erstmal so fahren, er macht doch Plus. Im Grunde. Ja, erst wenn wir die Raffinerie machen.
Ach, dann, ja, dass dann er dann erstmal nur noch das fährt. Genau. Ja. Dann würde ich wirklich das Boot erstmal von da nach da fahren lassen und die Pferde das Öl anziehen. Also, beziehungsweise, weil wir wahrscheinlich noch gar kein zweites Boot kaufen könnten. Richtig. Darum, ja. Also, darum geht es ja im und Grunde, wenn wir gucken. Das kannst du ja per Landweg machen. Das meine Regie ja kostet 500.000. Das wird dann wieder dauern bis... Oh, jetzt können wir erstmal noch Kutschen holen. 2. Dann könnte es ja vielleicht sogar reichen. Da haben wir ja einen Landweg. Das ist ganz gemein. Ich sag mal, das meine, um die Kosten zu sparen. Na, eher um sie... um dann zwar schon was zu liefern, weil wir das Schiff nicht kaufen können. Weil so das Schiff bringt schon mehr wie die Kutschen. Das ist jetzt nicht... Wir können es nicht kaufen. Das zweite. Genau. So. So. Ne, hab ja jetzt erst gekauft. Jetzt die nächste könnt ihr. 56. Nö, weil sie kriegen es ja gar nicht abgeholt. Also ja, es verpufft so oder so Öl, weil die das nicht abholen können. Wobei, obwohl doch, jetzt nimmt es langsam ab. Also, oder sagen wir mal, es bleibt relativ. Und jetzt kommt hier eine Pause. Warte mal. Ja, ich glaube, mehr Pferde durften es gar nicht werden. Nur mal sehen. Iggy. Das heißt, wir spannen jetzt auf den zweiten Hafen. Ja. Um dann Regi von dort nach der. Genau. Die Regi würde ich da nehmen. Die Regi? Ja, ja, klar. Und die Pferde werden dann erstmal umgemünzt. Für die beiden Produktionsstätten bräuchtest du eigentlich kein Boot, weil es wäre verlangt für sie. Also nimmst du ein Boot für die Strecke, wo es nur... Nur später will ich da wieder ein Boot hin. Ja, so. Kann man ja machen. So, wie sieht's denn hier aus? Wasserweg macht 34.000 plus momentan im Jahr. Beziehungsweise gleich ist das Jahr zu Ende, dann kann man gucken. Er ist voll. Soweit so gut. Problem gelöst erstmal. Ja. Oder haben wir die Sache schon mal abgeschlossen? Jetzt können wir gucken. Glück brauchen wir nämlich nicht mal eine Straße oder ähnliches. Wir kriegen ihn, glaube ich, genau hier ran. Was kostet der Hafen? Können wir mal gucken. Der Hafen kostet... Güterhafen... 245.000. Aber wäre dann komplett dran, ohne weitere Kosten. Ohne Straße und ohne Ladestation. Ne? Genau. Oh, Regi macht jetzt Plus. Guck. Das ist jetzt der Moment, wo wir genau mal auf die Summen gucken, wenn sie da ist und dann klicken, ne? Na, zweimal muss er noch fahren, dann können wir den Hafen sogar schon kaufen. Dann können wir das ummünzen und dann sieht das eigentlich schon gar nicht verkehrt aus. Und dann wäre das nächste eigentlich... Der Sprit. Die war doch hier. Hier. Das ist dann von hier, können wir auch hier, guck, hier einen Hafen ranbauen. Hier. Und schon ist er direkt in der Stadt, ohne irgendwas. Und da, wenn man, und da kannst du dann theoretisch Passagier-Gates mit ranpacken. Na, das wäre, wenn man hier dann einen Hafen ranbauen würde oder so. Oder hier dann sagt, man macht noch einen Güterhafen, einen Personenhafen ran oder so. EG fährt voll. Das haben wir. Guck mal, 100.000 plus hatten wir gerade, das läuft. Ja, dann noch einmal und dann können wir direkt, dann haben wir zwei Einnahmequellen. Aber dann brauchen wir ein zweites Schiff, um es rüberzubringen. In die Stadt. Na doch, in die Stadt. Dann. Für den nächsten Schritt, ja. Guck dir den Regi an. Der klotzt richtig ran. Die Regie. So, das liegt so viel Öl da. Nö, 48 nur. Wir kriegen es, glaube ich, gerade so immerhin, bis er da ist. Also es passt momentan gut genau.
Und wenn das mit zwei Schiffen steht, könnte man sich theoretisch um das Brot schon kümmern, dass man diese Grundlinien hat, damit die Stadt wächst. Genau. Weil du dann ja deine Ölproduktion erhöhen könntest. Also wenn wir ankommen, liegen hier 76 Öl. Also... Na, einmal muss er dann noch. Zum Transport ja genau richtig abgestimmt. Genau, das passt so. Eine Kutsche wäre wieder zu viel. Ja. Das ist das Billigste. Ich glaube, den können wir jetzt sogar bauen schon. Dann brauchst du ja noch mal ein paar Pferde mehr, ne? Ja, ein paar. Wir merken uns aber, wie viele Pferde das waren. Weil die müssen ja später wieder zurück. Oh. Oh, war ganz knapp. Ja, er hat glatt. Okay, müssen wir noch mal kurz warten. Du hast aber jetzt Einnahmen 240.000, also komm hin. Also die wollen zwar alle, guck mal, die wollen alle Brot hier. Was kriegen sie denn? Musst du eh noch Brot fahren, ne? Hier haben wir Weizen. Haben wir denn eine Brotfarm hier in der Nähe? Nee. Da. Wow. Na toll. Nagasaki will auch Brot und Sprit, ne? Ja, haben wir hier irgendwo Brot? Oder hier bei uns irgendwo? Da ist eine Brotfarm. Und da hier! Eine Farm. Na gut, das kannst du mit Schiff machen. Weil das ist weit für. Vor allem sehr hügelig. Du nimmst ein Schiff von da nach da und lässt es dann rüberfahren. Ja. So, Iggy, werte Dame. Oder machst du es auch wieder ins Wehetappen? Ah, nee, wie gesagt, das, hier ist der, Landweg sehr weit. Nee, mit Schiff. Von der Farm? Ja, genau, und von hier und dann nach da. Genau. Hm? Dann fahren da nur Schiffe irgendwann. Na, und ein bisschen Landweg wirst du schon haben dann. Also, du musst ja später hier, wenn du dann hier irgendwo hin musst. Ja, wenn dabei Landes. Ja, ja, ja. Oh, hier ist er sogar billiger. Hafen. So, jetzt kurz Stopp. Ja. Die Seelinie behalten wir aber trotzdem. Ja, ja. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine neue. Das ist Schiff, Öl, Sprit. Nee, Sprit. Raffinerie heißt. Das andere heißt Rohöl, das passt schon. Öl, Sprit. Ich mach mal Benzin, Sprit sieht doof aus. Ja, wir machen Diesel. Okay, und du fährst von hier nach da. Das heißt jetzt automatisch, Iggy kriegt eine neue Tour. Fährt Rohöl, wird jetzt Öl zu Benzin. Und die guten Damen hier. Die hast du ja gelöscht, die Strecke, die musst du neu machen. Ah ja. Also nochmal, neue Linie. Auto, auch wenn es ein Pferd ist. Rohöl. Öl. Und die geht von hier nach da. Guck mal, weil sie hier. Also ich verbinde dann mal. Nee, nee, ist das der Lager am Hafen. Das Lager am Hafen. Nee, Quatsch. Stimmt, du hast recht. Falsch. Du hast vollkommen recht. Von hier nach da. Nach da. Jetzt musst du wohl zwei Pferde dazu hüpfen. So, jetzt gehen die. Dann brauchen wir länger. So. Werden jetzt hellblau, ne? Rohöl zu Ölauto, ne? Genau. Ja. Musst du zwei Pferde dazu kaufen? Auf jeden Fall erstmal blau. Ja. Und jetzt will ich die Straße hier verbinden. Ja, immer. So. Ach, das rüber. Weil dann fahren sie auch nicht durch die Stadt. Das sind Pferde. Abmarsch. So. Kannst du noch zwei Pferde kaufen? Eins. Das wird nicht vom Transport her so reichen. Danach muss man sie ja wieder verkaufen. So, jetzt sollen sie von da. So. Da hochbringen. Ja. Wo ist Iggy? Kriegt er schon rüber? Ja, ich muss ja erstmal den Wertung fahren, ne? Ich weiß gar nicht, ob er leer ist. Ja, leer. Eine fährt da leer. Aber hier steht schon. Produziert. Hier steht schon Öl. Weil du ja vorgearbeitet hast mit Öl. Ja, was auf Lager haben. Die Pferde kommen ja in so ein
relativ schönen Intervall. Jetzt machen wir erstmal wieder Minus. Nee, Iggy guckt sich das so an. Ich glaube, das müsste jetzt sogar noch mehr Geld bringen. Ja, mal weil gucken. Weil jetzt ein Abnehmer mehr drin ist, ne? Ich glaube, ich muss die Seite hier abreißen. Dann fahren sie auch nicht. Ich habe halt kein Geld. Dann drehen sie hier auch direkt wieder um, ne? Ja. Dadurch, dass ich das auf der anderen Seite habe, fahren sie jetzt diesen Kringel noch extra. Ja. Da kommt Iggy. Ja. 31 Benzin liegen gerade mal. Pauli? Nix. Ich nehme auch mal ein paar Chips. Oder ein 37 Hälfte. Ja, nö. Nehmen wir nicht mal. So, mal sehen, was das bringt. Naja, das geht erst so richtig los, wenn man das Darlehen abgezahlt haben, ne? Wenn die Zinsen wechseln. Aber momentan sind so 25.000 doch recht viel. Die hast du ja dann immer gleich zurückgezahlt, wenn wir es hatten, ne? Mhm. Na. Okay, nehme ich. Danke. Na, er isst aber die anderen lieber. Was haben wir schon? Nimm auch Duplo. Oder isst du eher die Duplo? Ich hab Schokolade. Erste Iggy-Lieferung mit 37 Öl. Mal sehen, was das bringt. Oh, wie geil. Naja, 88.000. Er hat gerade Minus gemacht. Wir müssen das ja jetzt erstmal wieder angleichen. Ich glaube, das passt nicht. Mhm. Ich glaube, wir müssen die Linie erstmal wieder zurück machen. Mhm. Hier liegen nur 8 Benzin. Das kannst du. Alles komplett wieder rückgängig. Dann müssen wir erstmal wieder Geld sparen. Wir haben die Linie noch da, ne? Also doch erst eine Weile. Dann müssen wir doch ins Mittelschiff dann holen, ne? Nein, nee, die Kutschen schaffen es einfach nicht. Okay, genau, dann wir brauchen ein zweites Schiff. Genau. Das dauert jetzt erstmal, dass wir da wieder. Obwohl, eigentlich hat Iggy das ja recht fix hinbekommen. Genau, die Pferde hast du jetzt auch wieder umgekümmelt, ja? Ja. Das sind zwar ein bisschen viele Pferde, aber. Ja, wir brauchen einen längeren Puffer, ne? Ich glaube, mach den Öl raus. Öl, mehr Rohöl. Ja, so war es ja immer, ne? Ich kann ja mal gucken. Zwei. Und für das Rohöl, für das andere brauchst du auch wieder mehr. Das war wie mit dem Weißen, ne? Nee, das ist 1:1. Okay. Aber halt, er braucht halt zwei hiervon. Und das schaffen die Kutschen nicht, dass die bringen im Grunde 2 Öl pro Pferd. Und er bringt 35. Ist dann schon. Aber wenn wir jetzt so lange arbeiten, wird man ein zweites Boot haben. Also macht schon Unterschied das Schiff, ne? Wegen mit 70 Ladungen.
Schuhen hätte ich jetzt die ganze Krasse vermutet. Ja gut. Du bräuchtest 35 Pferde, damit die das gleiche machen wie Iggy. Ja. Und du musst denen die Pferde fahren länger. Also brauchst du vielleicht 40, 45 Pferde. Ja. Und so viel haben wir gerade nicht ganz, ne? Ist die andere Linie erstmal gestoppt, oder? Na, da fährt jetzt nichts einfach. Wobei die Pferde. Kostet aber Geld, ne? Nö, die Strecke ist ja nur gelegt. Wir haben ja nichts gebaut oder so. Die kann aber trotzdem weg, weil wir die nicht, wir werden da keine Pferde mehr langfahren lassen. Ja genau, ja, die kannst du mitnehmen. So, Iggy. Voll. Dann muss er erstmal hier wieder. Ja gut, das muss er jetzt halt ein paar Mal machen, ne? Gut, jetzt kostet uns leider der zweite Hafen, ne? Mhm. Geld. Aber abweisen wäre doppelt bezahlt irgendwann, ne? Genau. Aber theoretisch braucht er nicht so lange. Also schon ein bisschen, aber. Wolltest du jetzt zum Beispiel ein Schiff, wenn ihr da drüben anlegt, dass du da halt schon von losfandest? Oder schaffst du die Unterhaltskosten von dem zweiten Hafen nicht zu pokern? Ich glaube, das geht gerade. Ist immer gut. Wir machen plus. Ja, wir zahlen nur Zinsen, ne? Ja. Wenn man an dem Punkt, wo er sie dann immer halt zurückzahlt, vielleicht, dann läuft. Würde ich sagen, wenn wir schaffen, diese Station zu machen komplett, dann dürfte auch genug Geld reinkommen. So ist gut, Iggy. Und das produziert auch voll. Wir abtransportieren nur 26% von dem, was er produziert. Allein weil die Pferde gar nicht so schnell sind. Und Iggy dann in dem Sinne auch nicht. Weil selbst wenn wir mal gucken, wir schaffen es zumindest nicht den Hafen so krass zu überfüllen. Aber insgesamt könnte man schon zwei Iggys allein auf dieser Strecke fahren lassen. Aber dafür müssten wir erstmal was Schnelleres wie das Pferd bekommen. Guck mal, jetzt sind wir schon nur noch bei minus 66. Dann machen wir pro Strecke 70.000 plus ungefähr. Ne? Von 130.000 minus Grad. Also in diesem Intervall im Grunde. 104.000 Einnahmen. Ja. Na, du machst bloß siehst ja. Zahlst du zu. Jetzt stand einfach gerade die Kritik da. Nee, jetzt. Wir warten auf. Im Grunde müssen wir das Ganze noch zwei Iggys kaufen und noch einen Hafen. Ne? Damit wir das überhaupt zur Stadt bringen, weil das bringt das meiste. Dieses Endprodukt verkaufen. Ja. Eigentlich brauchst du jetzt zwei Iggys. Einfach nur. Um das Öl, das Rohöl. Das schaffen die Pferde aber nicht. Nee, um deswegen brauchst du ja einen Iggy noch einen zweiten. Naja, aber die Pferde bringen doch gar nicht genug Öl dahin. Das ist ja das Problem. Zwar könnten wir locker zwei Iggys hier fahren lassen mit aber dem, was sie Öl produziert, ja nicht, ja. Aber doch, das Rohöl ist da, aber die Pferde schaffen das gar nicht. Also bräuchtest du auch noch mehr Pferde. Oder halt was Schnelleres. Ja. Wir können ja mal gucken. Ob schon schneller. Weil jetzt müssten schon 70 da liegen, jetzt liegen 70 da. Und jetzt müssten aber 140 da liegen. Ganz viele Pferde vielleicht. Obwohl doch, es könnten. Gut, man könnte einen zweiten Iggy kaufen. Ja, eigentlich sollte man erst zwei Iggys kaufen, bevor man das andere verbindet. Mhm. Weil sonst
Rolo trägt das sich da. Dann schafft er den Öl ja nicht hinterher, weil du brauchst ja 2 zu 1. Genau, deswegen. Und dann würde der Iggy sich nicht tragen und dann hätten wir im Grunde weniger Einnahmen. Ja. Ja, genau, okay, also kaufen wir hier dann einen zweiten Iggy und dann direkt Pferde dazu. Ne? Dann wird es schneller noch. Was Pferd? Genau, jetzt hast du liegen, wie viel? 33. Genau. Jetzt musst du ausrechnen, wenn ihr oben einlegt, wie viel Öl da liegt. Wie viel er pro Strecke macht. Aber müsste er im Grunde nicht pro halbe Strecke 70 Öl daran schaffen. Das schafft er ja nicht. Er hat jetzt. Man kann ja gucken. Kann er gerade nicht über Bordotto nehmen. Ah doch, 70 fast. Na, dann sind es aber mehr wie 2 Pferde. Glaube ich. So, jetzt sind wir wieder im Plus. Jetzt brauchen wir 500.000 für einen Iggy. Oder wir nehmen den 500.000 Kredit auf und holen den Iggy. Weil wir können ja gucken. Wir brauchen 2 Iggys. Dann direkt meinst du. Mhm. Oder wir nehmen eine Million auf. Aber gut, es sollte sich theoretisch sollte es dann funktionieren. Praktisch weiß ich es nicht. Vor allem theoretisch bräuchte er doch hier dann aber noch ein anderes Dock, oder? Ja. Na, sonst liegen hier 3 Schiffe. Mit Pech. Und warten. Er hat ja nur ein Dock momentan. Okay. Er hat. Ne, er hat 2 Terminals. Ne, er hat ein Terminal nur. Also eigentlich bräuchte man dazu. Genau. Wir können ja mal gucken. Das heißt, wir müssten. Bauer ein großes Cargo. Genau, einen Dock bräuchten wir. Das könnte man so sogar machen. Und was kostet? 100.000. So, wir warten jetzt bis wir 500.000 haben. Das dauert. Ja. Obwohl, Iggy macht das ja schon. Iggy ist toll. So, 99. Also, es ist schon okay. Jetzt können wir ja mal gucken. Guck mal, Iggy fährt gutes Geld rein. Das geht schon. Aber um sich wirklich jetzt zu vervielfachen, muss ich. Ich könnte jetzt aber die zwei. Ne, die Kutschen jetzt kaufen macht keinen Sinn. Läuft der über. Ja. Das heißt, wir brauchen. Iggy kostet. Regi, Entschuldigung. Dann macht der große. Öl. Wie viel transportiert ihr denn? Der ist besser. 90. Mhm. Den nimmst du dann für die andere Kutsche. Als Einzelschiff. Stimmt, der Zoroaster. Vor allem der Zoroaster kostet nur minimal mehr wie Iggy, trägt aber 20 Einheiten mehr. Den nimmst du fürs Öl? Ist aber ein bisschen langsamer, dann kann er wirklich das Öl fahren. Weil er, weil er transportiert ja auch ein bisschen mehr, und aber er ist ein bisschen langsamer. Ja, ist ein, ja, verstehe. Guck mal, er produziert schneller. Nee, nee, würde ja an den Dingens liegen, aber das so jetzt pendelt sich ja so langsam. Er kann sich gar nicht entwickeln. Nee, er kann sich gar nicht entwickeln. Er könnte sich entwickeln. Aber er versendet ja noch nichts. Was macht ihr mit dem Öl, was er jetzt gibt? Momentan nichts. Ja, ich weiß nicht, wenn er voll ist, ob er dann sagt, ich will nichts mehr. Da muss man aufpassen dann. Aber dann hätten wir ja im Notfall 2 Iggys, dass man okay sagt, wir schicken dich doch rüber, weil dann liegt ja genug da. Erstmal, um das kurzzeitig aufrecht zu erhalten. Oder ich grade ihn ab. Regi. Zu dem anderen? Müsste man nur gucken, wie teuer das wäre. Nämlich nur. Aber im Grunde macht das nicht viel, oder? Im Grunde ist es egal. Ob ich nun 2 Regi. Also, wir wollen ja sowieso mehr. Also wären es ja so oder so 2 Schiffe, die das fahren. So oder so. Es sei denn, wir kriegen dann irgendein Schiff, was, weiß ich nicht, 30% schneller ist und 30% mehr Fracht hat, dann kann man einen verkaufen. Ja. Weil die andere Strecke ist länger. Meinst du? Ja. Ja, doch, ein bisschen, ja. Ja, und, na doch, das machen wir so. Wie solltest du ein Schiff haben, was mehr transportiert? Ja, haben wir ja dann. Aber er ist ja lange unterwegs, ja.
Der berühmte Anfang. Wo gut, wir hätten einen Kredit nicht aufnehmen müssen dann, wenn wir aber... Dann würden wir ja dann auch warten trotzdem, also... Denk mal, das ist schon okay. Wir können ja Regie einfach mal ein bisschen zugucken. Er gibt sich schon Mühe. Oder wir sparen auf den Regie jetzt und kaufen dann mit dem Kredit das dritte Schiff. Mit Mose. Ja. Dann hätten wir direkt diese Verbindung zumindest schon. Oder wir lassen zwei Regis fahren und warten dann nochmal. Also müsst ihr dann sagen. Auf jeden Fall dauert es jetzt wirklich noch einen Moment. Warum nicht doch? Das ist, liegt ja schon. Achso, nee, Dock brauchen wir nicht. Wir kaufen das hier, das große. Nee, wir brauchen die Anlegestation, die zweite. Die ist doch da. Ach, das hier. Mhm. Ja, es sind auch nochmal 100. Also es sind 675.000. Dann, wenn du mal testest, wenn Regi die Tour jetzt noch kombiniert? Nee, das reicht nicht. Du müsstest nee, dann nicht. Läuft das Öl über. Ach ja. Ja, dauert dann zu lange, ne? Und das würde mit jeder... Lieferung würde immer die Hälfte von dem fehlen, was er weggebracht hat, um es nachzuproduzieren. Ja, 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 das ist richtig. Das wollten wir ja auch nicht machen, schon kombinieren, ne? Und wir haben halt keine Stadt hier in der Nähe, das heißt, man könnte nicht mal sagen, er nimmt irgendwas mit später oder so. Aber wir haben schon 226.000. Es wird schon. So, wir haben im letzten Jahr 106.000 plus gemacht. Also das dauert schon noch ein bisschen. Gut, wir haben ja auch. Obwohl, wir haben im Wasserweg gar nicht so viel plus gemacht. Hat er da noch irgendwas abgezogen? Unterhalt. Wir haben noch die große Strecke probiert gemacht. Nee, das ist schon wieder ein bisschen her, glaube ich. Nee, hier so 106, 109.000 im Jahr. Jetzt ist auch schon der 10. Nö. War schon ein putziges Schiffchen. Ach, da steht er, guck mal da. Ja. Ach nee, noch nicht. Irgendwo da drin steht er, ne? Bestimmt. Nee, da steht er, da. Ach nein. Du siehst ihn, ach doch, du siehst was. Noch 4 Fuhr? Ungefähr? Naja, mit Abzügen ja. Ne? Also, bitte schon 4. Und ich sag mal, dann können kurz 2 Rigis fahren und dann nimmt man den Kredit auf und kauft das dritte Schiff mit dem Anlagesteg. Ne? Weil unsere Einnahmen dürfen ja dann erstmal kurz steigen. Also mit den Pferden dann noch zusammen. Soweit der Plan. Mal sehen, wie sich Schiffe im Wasser eigentlich verhalten, ne? Wie sie sich nicht, also wie sie... Querbekommen? Genau. Na, wichtig ist, dass er jetzt immer voll ist, wenn er ankommt, ne? Genau. Und beladen werden kann. Also passt es. Ja, 107.000. Also das sind so unsere Jahreseinnahmen. 107.000. Ja, 1 Million. Was? Nein, sind wir noch nicht. Ne, nur 107.000. Bei Regi kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja, weil unsere Haupt, wenn wir jetzt gucken, Straße kostet uns, Unterhalt, unsere Pferde kosten uns 23.000 im Jahr. Die Straßen kosten uns 3.000, die Infrastruktur 6.000.
insgesamt verdienen wir 45.000 durch die Pferde. Und jetzt musst du ja überlegen, wir haben einen brachliegenden Hafen. Allein die Infrastruktur kostet uns 54.000. Nee, 72.000 im Jahr. Durch drei Bahnhöfe, das heißt, der tote Bahnhof kostet uns. Hafen kostet uns fast 25.000 im Jahr. Also 24.000 sogar, fast genau. Plus 24.000 Zinsen im Jahr. Also der tote Bahnhof, Hafen, ist nicht gut. Aber den abzureißen bringt dir jetzt ohne. Genau, aber ich muss ja dann eh nochmal bauen. Aber gleich sind wir bei 400.000. Dann können wir fast Regie bauen. Dann kriegst du die Summe ja auch nicht. Genau. Zurück, wenn du den abreißt. Genau. Und den abreißen, nee, ich muss bezahlen. Ich muss ja bezahlen, wenn ich es abreiße. Ich krieg nichts wieder, ich muss es bezahlen. Deswegen macht es ja im Grunde fast keinen Sinn. Zumindest nicht, weil wir ihn ja wirklich noch benutzen wollen. Zweimal noch. Dann kaufen wir einen Regie. Musst du dann wieder und gleich auf den Hafen klicken? Sieht gar nicht so aus, als würden wir nur 100.000 im Jahr verdienen, oder? Ja, du zahlst ja auch noch eine Menge Zinsen. Es geht eigentlich. Nur am Anfang sind die Zinsen, also wenn man dann diese knapp ein Ausgaben macht und sich das nicht sofort rentiert, dann kann man schnell abrutschen. Dann sollten wir aber schon einstellen, dass sie immer so 2 Minuten warten oder so, damit sie sich nicht in Gehege kommen, oder? Gleich 2 Schiffe. Hä? Kaufst gleich 2 Schiffe. Beide Schiffe oder was? Dann nehme ich 2 Kredite, werden dann. Ja, wir machen das so, dass der jetzt Ricky das eine Boot dir definitiv selber erwirtschaftet. Ja, okay. Und das andere Schiff nur auf Kredit. Genau. Weil ich muss ja dann auch noch ein paar Kutschen kaufen. Die würde zwar jetzt noch 2-3 Touren länger dauern. Mhm. Und die könnte ich jetzt in der Zwischenzeit eh noch aufnehmen, weil es passiert ja nichts. Das könntest du tun, ja. Und die könnte das auch tun. Na, dann machen wir das. Dann machen wir hier eine kurze Pause. Und wir noch einfach weiterfahren. Ja. Dann bis gleich.